Kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Genau das, was wir jetzt brauchen.
Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich? Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Blut in den Straßen. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Haken muss magnetisch sein.
Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Okay, also weiter. Schleicht da jemand rum? Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun, Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie ihm ausgestopft an die Wand hänge. Thank you.
Das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod.
führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Wovon hat der große Befreier die Niger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkten, dort seht ihr es. Wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Gut.
Otis arbeitet Teilzeit oben in der Loge. Er ließ diese Kiste aus einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Und ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste. Er hat vergessen, den gefiederten Brüdern auch den Schlüssel abzuluxen, mit dem man das Ding aufkriegt. Heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little loudness
picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. Von Columbia, warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens.
Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Zeigt das. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Jonas, komme ich bestimmt nach Monument Island.
Ach.